Androgyn. Bigender. Weibliche. Frau zu Mann. FZM. Gender variabel. Gender queer. Intersexuell, auch Interstern. Ah, Sie haben einen Propagandasender gekauft und damit wieder Selbstbestimmungsorganisationen unterwandert. Gordon hat wieder einmal gezeigt, welchen Einfluss er hat. Jetzt haben die Orgas selbst patriarchale Begriffe in ihren eigenen Reihen verinnerlicht. Trans und andersartig. Diese Kunstbegriffe werden wieder durch sie selbst kolportiert. Das ganze Pseudo-Vokabular. Aber es scheint einfach gewesen und schnell gegangen zu sein. Männlich. Mann zu Frau. MZF. Weder noch. Geschlechtslos. Nicht binär. Weitere. Pangender. Pangeschlecht. Trans. Die Gruppen sind stark zerstritten. Viele wollen am Patriarchat wie Ertrinkende festklammern, um es für sich milde zu stimmen und nicht unterzugehen. Das kommt Gordon entgegen. Er hat diese bereits vorhandenen Kräfte einfach verstärkt. Interstern. Interstern weiblich. Interstern männlich. Interstern Mann. Interstern Frau. Interstern Mensch. Intergender. Intergeschlechtlich. Zweigeschlechtlich. Zwitter. Hermaphrodit. Two-Spirit. Drittes Geschlecht. Viertes Geschlecht. XY-Frau. Batsch. Femme. Drag. Transvestit. Cross-Gender. Dazu hat er nicht einmal viel Geld in die Hand nehmen müssen. Gruselig für Betroffene, diese Begriffe. Transmensch, Transgender, Trans rauf und runter hören zu müssen. Transweiblich, transmännlich, Transmann, Transmensch, Transfrau, Transstern. Transstern weiblich. Transstern männlich. Transstern Mann. Transstern Mensch. Transstern Frau. Transfeminin. Transgender. Transgender weiblich. Transgender männlich. Transgender Mann. Transgender Mensch. Transgender Frau. Transmaskulin. Transsexuell. Weiblich transsexuell. Männlich transsexuell. Transsexueller Mann. Transsexuelle Person. Transsexuelle Frau. Hauptsache nicht benennen, dass diese Menschen das sind, was sie von sich sagen. Männer, Frauen oder zwischen. Nein, nein, es muss trans irgendwas heißen. Hauptsache schön nach Alien klingen, weil diese Menschen nicht nach ihren patriarchalen Rollenerwartungen ihres Genitals handeln und fühlen und sind. So viele Orgien kann ich gar nicht feiern, um diese Pseudosprache aus den Köpfen der Betroffenen zu bekommen.